internationalen Hilfsaktion 3 Monate im Ferienlager der sogenannten Pionierrepublik Wilhelm Pieck in der DDR verbringen. Dies hatte einen großen Einfluss auf die Herausbildung meiner Fantasiewelt. Erstmal aus dem Zuhause entrissen, trafen mich tiefe Eindrücke auf dem Feld der Sexualität, der Aggressivität und der deutschen Kultur. Hiervon abgesehen verlief meine Kindheit 13 Jahre lang in der Gegend um den Bockartsplatz. Im Großen und Ganzen denke ich an diese Zeit zurück als einen etwas gedämpften, doch im Grunde genommen heiteren und gefühlsreichen Abschnitt meines Lebens. Mit der Jahreszahl 1956, meine Damen und Herren, und der Erinnerung an das Pionierlager befinden wir uns mit einem Male inmitten des Kalten Krieges. Umgeben von den Bildern und Ikonen einer Welt, die der hier anwesende Meister Zbigniew Rybczynski in einer Szene seines Werkes The Orchestra, genannt Stairway to Lenin, so betörend präzise und amüsant vorstellt. Sie erinnern sich vielleicht, es handelt sich um eine von Jungpionieren gesäumte, unendlich lange Treppe, die das graue Volk im Marschschritt zum Takt des Bolero hinauf in die Höhe zu Lenin erklimmt. Erlauben Sie mir, diese Sequenz ein bisschen anders weiterzuführen, als es im Original zu sehen ist. Hoch oben, bei Lenin angekommen, erhebt sich die sakrale Leiche und flüstert dem grauen Volk ins Ohr: Von allen Künsten ist die Filmkunst für uns die wichtigste. Der 1946 in Budapest geborene Gábor Bodi und der aus Łódź stammende Zbigniew Rybczynski, Jahrgang 49, die einen maßgebenden Teil ihres Lebens in den kühleren Schützengräben des Kalten Krieges verbracht haben, haben dieses geflügelte Wort in den verdunkelten Vorführungsräumen ihrer Filmhochschulen zur Genüge gehört. Im Halbdunkel flimmerte zuweilen auf der Leinwand eine legendäre Sequenz, die Erstürmung des Winterpalastes aus dem Film Oktober von Sergei Eisenstein. Auf diesem 1927 von Stalin bestellten und als quasi authentisch verbreiteten ikonischen Bildern basierte mehr als ein halbes Jahrhundert die offizielle Interpretation und Rechtfertigung. Das Flüstern des großen Leichnams erwies sich als strategisch großartiges Wort. Ende der 60er, Anfang der 70er, erreichte die semiologisch-linguistische Schule Budapest. In Filmclubs wurden Begriffe wie Zeichen, Bezeichnendes, Ikone, Bedeutung und ihre Beziehung zueinander heftigst diskutiert. Zuweilen auch am Beispiel des erwähnten sakrosankten Werkes Oktober von Sergei Eisenstein. Das bewegte Bild, das bis dahin für die Wirklichkeit, ja anstelle der Wirklichkeit stand, wurde radikal hinterfragt und geriet so außer Kontrolle des großen Leichnams. Bodi, der schon als hochtalentierter junger Filmemacher galt, griff diese Diskussion auf und spitzte sie im Rahmen des Budapester Béla Balázs Studio aufs Äußerste zu. Diese unpolitisch anmutende Herangehensweise schlug eine eigenartige Bresche, die sich dem zurzeit schon sehr intensiven filmisch-politischen Diskurs scheinbar entzog und einen unerwarteten und eigentlich unverständlichen Freiraum schuf. Pionier und wichtigster Gestalter dieses Freiraumes war Gábor Bodi. Er war derjenige, der als Filmemacher, Theoretiker und Netzwerker in einem, als Persönlichkeit der ungarischen Neo-Avantgarde und gleichzeitig Akteur der etablierten Filmwelt zum langen Marsch aus der filmischen Narrative in eine bis dahin unbekannte Richtung mit so manchen Begleitern, ja einer ganzen Gefolgschaft aufbrach und sich so in die große Tradition der ungarischen Avantgarde als Nachfolger von Moholy-Nagy und Kossák stellte.
Meine Damen und Herren, es ist uns eine besondere Freude, dass sich die Akademie der Künste auf Ansporn von Herrn Professor Zielinski dazu entschlossen hat, zu ihrer ursprünglich geplanten Werkschau über Zbigniew Rybczynski das Werk Gabor Bodis hinzuziehen. Aus verschiedenen Richtungen kommend, erkämpften sich beide an der Realität des Bildes haftend ihre Freiheit. Bodi, indem er es in immer wieder neuen Bedeutungsschichten zerlegte, und Rybczynski, indem er der ontologischen Urkraft der Technologie folgend und gehorchend unbeirrbar ein Hindernis nach dem anderen aus dem Weg der Bildschöpfung räumen. Meine Damen und Herren, soweit ich weiß, haben sich Bodi und Rybczynski nicht getroffen. Aber sie hätten es gut tun können. Nicht nur, weil sie beide kompromisslose Gestalter des Standes der Bilder waren und sind, im Fall von Rybczynski, sondern, und das weiß man in Deutschland weniger, weil Ungarn und Polen immer mit besonderem Interesse einander zugewandt waren und sind. Diese gegenseitige, aus den Tiefen der Geschichte rührende Zuneigung und Solidarität war zum Beispiel zu Zeiten des Kalten Krieges eine mehr als wertvolle Überlebenshilfe für beide Nationen und für die Künstler beider Nationen. Und auch wenn diese Bande sich von Zeit zu lockern scheinen, aus den Augen verloren wir uns nicht. Auch deshalb gilt mein besonderer Dank der Deutschen Akademie der Künste, da durch die gemeinsame Ausstellung von Gabor Bodi und Zbigniew Rybczynski sich auch ein besonderes Augenmerk auf die polnisch-ungarischen Beziehungen richten kann. Und dies im Jahr der aufeinanderfolgenden ungarischen und polnischen EU-Ratspräsidentschaft. Nach dem Ende des Kalten Krieges und der schon über 20-jährigen Transformationsperiode unserer Gesellschaft ermöglichen es solche Anlässe, unseren heutigen, zuweilen allzu kalten Frieden zu erwärmen. Ich danke Herrn Siegfried Zielinski für die großartige Idee, den Kuratoren Miklós Peternák und Piotr Kajewski für die Gestaltung, sowie natürlich Herrn Johannes Odenthal und den Koordinatoren Daniela Obkircher, Kata Krasnolkai und David Sauder. Mein ganz besonderer Dank geht an das ungarische Ministerium für nationale Ressourcen für die großzügige Unterstützung dieser Ausstellung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.